So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut, Leute. Auf dem Grappeltisch entdeckt, runtergesetzt von 1,99 Euro. Ich weiß, dass die Dinger, glaube ich, mal 5 Euro gekostet haben. Dann 1,99 und jetzt hieß es, nimm 3, bezahle 2. Und zwar für 2 Euro. Geil, oder? Ja, und da waren die Dinos dabei. Hier so Softzeug, ganz weich aus Gummi, ne? Zum Ziehen, zum Stretchen, blöpp. Klasse. Von Nature World und Simba natürlich, ja, Stretchviecher. Und ich habe nicht nur das hier mitgenommen, nein, ich habe auch noch den hier mitgenommen. Voll der Gummischeiß. Und dann auch noch ihmchen hier, ne? Stegosaurus, T-Rex und Styracosaurus, und die schauen wir uns einfach mal an. Ja, ganz kurzes Video. Und ihr wisst ja, dieses Stretch-Zeug, ne, dieses Gummizeug, das ist so dermaßen voll mit Weichmacher und Öl, dass wenn man es pur auf dem Karton macht, dass der sich komplett vollzieht mit dem Zeug. Und deshalb haben sie den hier extra noch auf so eine, seht ihr das, auf so eine Plastikfolie draufgelegt. Das kennt ihr ja. Ja, und das Ding ist irgendwie mit so Kunststoffperlen wieder gefüllt, ne? Also ich mache es jetzt hier mal kurz weg. So, hier unten am Schwänzchen auch noch. Zack, zack und zack. So, und jetzt würde ich doch sagen, Perspektivenwechsel, ne? Ja, und unglaublich, ne? Er steht sogar und wackelt, wenn ich es wackel, da aus Gummi, und lag schon so lange auf dem Grappeltisch, dass er gähnt, ne? Ist total müde geworden. Ne? Total müde geworden, der kleine Styracosaurus von Simba. So sieht's aus, ne? Dehnbar. Ohne Ende, ihr könnt hier alles ziehen, wahrscheinlich kennt ihr die auch, ne? Ich glaube, die lagen schon auf jedem Grappeltisch auf der ganzen Welt irgendwie, die Dinger. Aber ich finde ihn goldig, der ist lustig, vor allem er guckt nicht einfach nur geradeaus, sondern er guckt ein bisschen schräg, ne? Könnt ihr natürlich hier so biegen, wie ihr das haben wollt. Und der hat auch eine nette Größe, ne? Und vor allem er steht. Knaller, oder? Das Vieh hier hat eine Höhe von 8,5. Eine Breite, eine Länge, 16 cm, ne? Immerhin. Ja, und er ist halt total knubbelig, ne? Hier, Augen haben sie schwarz gemacht, Näschen zu sehen, den Mund ganz weit offen, so. Nom, 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 ne? Das Schild ist cool, die Stacheln haben sie extra hier in Grau bemalt. So Zeug liebe ich doch. Sowas gab es früher immer auf der Kirmes. Ja, ein bisschen abseits von den großen Ständen, ne? Da waren dann die ganzen billigen, zwielichtigen Gestalten, die dann so Billigscheiß verkauften. Und ich hab's geliebt, ne? Ja, und wenn ich das richtig lese hier, wartet mal, was steht da auf dem Stempel? 2004, Toy Major Trading. Klasse! Also Toy Major, die machen alles, was überhaupt eine Ansatzweise nach billig aussieht, ja? Hersteller aus China. Macht made in China. Und ja, witziges Zeug, was der hat. Der macht zum Beispiel auch die Figuren, wo ihr bei Toys R Us kriegt, ne? So diese großen T-Rexe, Vogelspinnen, Velociraptoren oder auch Drachen, ne? Die riesen Dinger, wo ihr für ein paar Euro kriegt, das ist alles Toy Major Trading. Und von dem sind auch diese, ja, Sandspielzeuge, würde ich mal sagen. Und ihr hört's, ne? Mit so Kunststoffperlen gefüllt, könnt ihr ein bisschen so quetschen, ne? Hat er eine, hier, ja, klasse, das geht ja super. Hier, Styracosaurus, ganz flach, ne? Und wenn ich so nach oben quetsch, Styraco, ganz dick, ganz breit. Also witzig gemacht, und er hat hier sogar noch ein bisschen eine Struktur bekommen, ne? An der Haut, die Beinchen, ist doch goldig gemacht, auch die Länge von dem Schwänzchen, top. Und mir gefällt die Stellung wirklich gut, muss ich sagen. Also für so ein billiges Teil hier, 3 Figuren für 2 Euro, da kann ich überhaupt gar nichts sagen, ne? Von dem her, also witzig, knuddelig, was will man mehr? So, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch noch gleich diesen T-Rex hier an. Ja, der passt vom Stil irgendwie so gar nicht dazu. Ach Gott, hier Schwänzchen auch noch, ne? Liebe Zeit, Nature World, da kloppen die, glaube ich, alles rein, ne? Das Logo ist ja cool. Und hier ist sogar ein Stretch-Salamander oder eine Eidechse drauf oder so irgendwie was. Ja, auch der T-Rex hier, der steht, ne? Pfeift euch das rein. Wie krass, super cool. Hellgrün mit Braun, der hat eine Größe von 10,5 und eine Länge von, ja, 14 cm, würde ich mal sagen. Typische Pose, nette Haltung, ja,
Auch hier natürlich hohl alles, könnt ihr Finger wieder reinstecken, njarz, 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 ne, und euch fressen lassen. Das ist schon goldig. Hier extra noch ein bisschen die Wirbelsäule, Rückenkamm zu erkennen, super cool. Haare, sagt ihr, möchte nicht wissen, wie lange die schon in diesen Krabbeltischen da gelegen sind. Auch der gefüllt mit dem Perlenzeug. Also sind auf jeden Fall lustig, hat sogar so ein bisschen, ja, so perlenartige Schuppen bekommen, ne? Kann man schön sehen, große schwarze Augen, Zähnchen noch bemalt. Ich find's cool! Ja? Und den kann man dann gegen den Styracco ein bisschen kämpfen lassen, ne? Aber man sieht halt an beiden schon wieder irgendwie, das hier ist eine andere Serie wie das, obwohl es beides unter Nature World läuft, definitiv. Aber zum Spielen ist doch klasse, ne? Hier, Razzoin, Styracco haut's hier um. Ja, dann haben wir natürlich noch die dritte Figur, den Stegosaurus. Hier mache ich auch gleich weg. So, okay. Und auch der, denke ich mal, kann stehen, oder? Ja, der steht und ich finde ihn sogar farblich gar nicht schlecht, ne? Also, da habe ich schon andere Sachen gesehen. 7 cm hoch und er hat eine Länge von 18 cm und auch ein paar Härchen dran, Staubkrümel, könnt ihr ja abwaschen, ne? Und ihr könnt vor allem hier auch wieder dehnen ohne Ende. Das stört ihn überhaupt kein bisschen. Super cool. Ja, sind doch nette Aufstellfiguren, ne? Auch vor allem das Köpfchen ein bisschen schräg, nicht einfach nur gerade nach vorne. Sowas gefällt mir halt immer gut, ne? Stachelchen hier hinten, ja, haben sie nur 2 hingemacht. Normalerweise sind es ja 4. Ne, aber ist auf jeden Fall nett, dieses Muster. Der beige, ganz dunkel lila und orangene Rückenstacheln. Ja, also die sind wirklich nett gemacht. Toy Major Trading. Ganz billiges Zeug, aber zum Spielen für die Kleinsten und natürlich auch für einen Rupi, ja, bestens geeignet. Hier, Best Friends. Ne, goldig. Und noch den T-Rex dazu, der will hier natürlich auch noch mitspielen. Ne? So, die 3 für 2 Euro, kann ich nichts sagen, oder? Ich glaube, wenn du alleine diese Kunststoffperlen, die da drin sind, in einem Bastelladen kaufst, zahlst du mehr. Oder annähernd genauso viel, ne? Von dem her. Ja, aber der gefällt mir wirklich hier, der ist toll. Ne? Überall die Hautfalten drin. Das ist doch richtig nett gemacht. Dann hier sogar ein bisschen schuppig hier oben. Man sieht es kaum wegen der vielen Farbe. Aber das ist doch goldig. Also immer mal wieder so in die Krabbel- oder Billigkisten gucken. Da findet ihr die. Habe ich jetzt schon echt in verschiedenen Geschäften hier bei uns in der Region gesehen. Und jetzt habe ich sie halt einfach mal mitgenommen. Gibt es auch Pferde, Hunde, Wildtiere, alles Mögliche. Schlangen natürlich auch, ne? Aber das habe ich auch mass. Von dem her. Okay, also die Stretch-Dinosaurier von Nature World. Ja, Simba findet man immer mal wieder in den Läden, auch für den kleinen Geldbeutel. Gut, ich drehe es nochmal. Tyrelügelüng, so sieht das Ganze aus. Ist doch ein nettes Trio, obwohl, wie schon gesagt, der Styracco. Beziehungsweise, wenn ich es jetzt mit dem T-Rex anschaue, nee, da passt der T-Rex eher nicht dazu. Ne? Ich glaube, der Styracco und der Stego, die gehören zusammen, definitiv. Der T-Rex, das ist irgendwie eine ganz andere Preisklasse. Oder besser gesagt, Machart. Gut, na dann, Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln, bei was auch immer. Bedanke mich fürs Reinschauen, habt Spaß bei allem, was ihr tut. Ich sag ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay!